meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit, eure Lieblingsgesangslehrerin ist wieder am Start und heute zeige ich euch mal, wie ihr wie Billie Eilish singen könnt. Das war jetzt ein ziemlich schwieriger Satz für eine Gesangslehrerin, daher lasst uns doch mal direkt ins Video loslegen. Was ist heute los? So, es gibt einige Charakteristiken, die hier sehr interessant sind und auf die du achten kannst. Billie ist sehr beliebt hier in meinem Studio, auch bei den ganz, ganz Jüngeren, also 10 oder 11, also nicht nur bei Teenies. Und ja, vergesst bitte nicht zu abonnieren. Wenn ihr eine Gesangsstunde buchen möchtet, ich sitze ja in Singapur, dann über meine Homepage tanjalevyvocalstudio.com, schön hier in gelber Schrift. Dort könnt ihr auch eine Gesangsanalyse buchen und bekommt von mir einen echt vollgepackten Report zurück. Was hier ganz wichtig ist, ist erstmal das Gehauchte, was sie natürlich mitunter hat. Dann natürlich auch der Wechsel in die Kopfstimme. Sie balanciert also zwischen Kopfstimmregister und Bruststimmregister. Und das Ganze ist halt so ein bisschen lean back. Das bedeutet, der Krafteinsatz ist hier nicht sehr hoch. Also das ist jetzt hier keine Musical-Nummer oder vielleicht ein anderer Krafteinsatz. Es ist wirklich eine Pop-Nummer. Und was auch wichtig ist, dass sie hier nicht ganz so sauber artikuliert. Ich sage immer dazu Sia-Style. Also es ist halt eine Mischung aus all diesen drei Sachen. Ja, dann gehen wir in die erste Strophe. Don't be that way. Fall apart twice a day. Und da kannst du ein bisschen rumspielen. Mit einigen Sätzen luftig machen. Ja? Fall apart twice a day. Das war dann wieder klar ausgesprochen, also fast schon gar nicht mehr gesungen. Und da hängt sie immer so ein bisschen einen kleinen Vibrato noch am Ende dran. I just wish you could feel what you say. Sie lässt es also am Ende noch schwingen und das könntest du dann nämlich auch noch machen. Way. Aber bitte nicht way. Nein, das ist hier nämlich stilistisch ganz anders aufgebaut. Also ihr seht auch, es ist auch eine Mischung zwischen den einen Part singt sie jetzt länger aus und den einen Part singt sie jetzt nicht länger aus. Don't be that way, fall apart. Und das war nämlich Luft. Das heißt, die Stimmbänder schließen sich hier nicht richtig, sondern Luft geht erstmal dazwischen. Don't. Und es ist so ein bisschen luftig sprechen. Versuch mal jetzt luftig zu sprechen. Sag mal einmal, don't be that way, fall apart twice a day. Ja. Und dann sag mal einmal, don't be that way, fall apart twice a day. Und das war einmal gehaucht mit Luft, die zwischen die Stimmbänder gegangen ist. Und dann schließen, ne, breathy onset. Und das andere war eben, dass die Stimmbänder aufeinander gehen. Ganz klar, da ist keine Luft dazwischen. In dem Fall ist es auch sehr hoch angesetzt. Don't be that way. Ja. Also ist ein bisschen höher gesungen. Versucht dann nicht den Kehlkopf hochzuschießen, um jetzt hoch zu singen. Es ist jetzt nicht irgendwie Character Voice ganz oben im Kehlkopf, sondern versucht trotzdem noch einen neutralen Kehlkopf zu haben, aber einfach hoch zu singen. Don't be that way, fall apart twice a day. Lass uns mal weiterhören und schauen. If teardrops could be bottled, that'd be swimming pools filled by models. Ist auch sehr lean back gesungen, ne? Und eben nicht ganz straightforward. Natürlich könntest du das jetzt auch so mit Bruststimmregister durchziehen. Du müsstest jetzt auch gar nicht in Head Voice gehen. If teardrops could be bottled, that'd be swimming pools filled by models. Ja, told a tight dress. Das könntest du auch machen, ne? Ich habe da jetzt gerade so einen Riff rangehängt. Das ist deine Entscheidung, ob du das machen willst oder nicht. Kommt drauf an, wie nah du bei diesem Cover bleiben möchtest. Kleine Übung zum breathy onset, also zum luftigen Stimmansatz. Ja, ich möchte also einmal, dass du hier bis C und dann machst du einmal hu, 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 hu. Als ob du jetzt sozusagen in eine Flasche rein pusten würdest. Ja, und du hörst die Stimmbänder schließen sich auch. Machen wir einmal. Und lass vorher einmal bei dem H mal die Luft durchgehen. Klarer Ansatz.
hoffe, dieser kleine Breakdown hat euch gefallen und wir konnten so ein bisschen die Charakteristiken anschauen, die sie benutzt. Und viel Spaß beim Ausprobieren und beim Nachsehen. Daumen hoch, Abonnement und ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr jetzt die nachfolgenden Videos sehen würdet. That means the world to me und vielen, 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 vielen Dank fürs Zuschauen.